kommen wir zu dem Thema, warum überhaupt Immobilien? Warum wollen wir oder sollten wir überhaupt in Immobilien? Weil die meisten sagen, jetzt sagt der Matthias oder auch der Paul, Nermin, alles in Aktien, da verdienst du richtig gut. Paul jubelt da hinten. Es ist genau das, was Matthias gesagt hat. Es ist die Gesamtstrategie. Wir können alles tun, wir müssen nur wissen, warum wir etwas tun. Und dann lernen, wie wir es tun. Und das lernt ihr hier bei uns. Also erstens, warum überhaupt investieren in Immobilien? Erstens, Land ist begrenzt. Land ist begrenzt. Es wird nicht mehr Land auf dieser Erde geben. Es sei denn, dass wir es künstlich aufschütten und so weiter. Wir können in die Höhe bauen und so weiter, aber auch da sind Grenzen gesetzt. Und das Allerwichtigste, jeder Mensch möchte ein Zuhause. Er möchte ein Dach über dem Kopf. Und deswegen, es ist einfach begrenzt. Wer einmal mal in Tokio war, der weiß, was begrenzte Wohnraum bedeutet in einer Stadt mit mehr als 30 Millionen Einwohnern. Da leben 3 Generationen in einer Wohnung und dann sagt mir manch Kölner auf 80 Quadratmeter allein Single, ach du, ich habe da überhaupt gar keinen Platz. Der sollte mal nach Tokio. Zweitens, immer wieder, du brauchst, um eine Immobilie zu kaufen, gar nicht so viel Eigenkapital, wie du immer denkst. Und jeder Teilnehmer hatte ja die Chance und hoffe, hat sie auch genutzt, mit dem Matthias in die Finanzanalyse zu gehen. Und dabei ist es wichtig, dass ihr auch erkennt, was habt ihr überhaupt für Werte und was wollt ihr euch zulegen und so weiter. Das ist ja das Wichtige. Das heißt, was könnt ihr euch leisten und wie viel Eigenkapital braucht ihr? Und dann auch einen Plan aufzustellen und sagen, wenn ihr es heute nicht habt, aber dann wenigstens einen Plan aufzustellen, wann habt ihr das Eigenkapital, um dann zu starten? Es hat ja keiner verlangt, dass ihr heute startet. Der liebe Adnan, unser Moderator, betreue ich ja mittlerweile seit 2 Jahren mit dem Thema Immobilie. Ja? Als ich vor 2 Jahren gesagt habe, lieber Adnan, jetzt suchen wir für dich mal eine richtig tolle Immobilie, habe ich ihm die erste gesagt. Hat er gesagt, nee. Heute sagt er, Mist, hätte ich die doch damals gekauft. Die war so billig und wie viel wäre die heute wert? Ja, 2 Jahre später, schon der erste, aufgetreten, dass er gesagt, bereue. Ja? Mit wenig Eigenkapital kannst du enorm große Hebeleffekte ansetzen und den Rest finanzieren die Banken. Der dritte Punkt, warum Immobilien, ist das Thema Inflationsschutz. Und ich glaube, wir hatten kaum, also in den letzten 30, 40 Jahren, 50 Jahren, keine Inflation, die so hoch war wie aktuell. Im Januar habe ich gesagt, wir hatten im Dezember 6%, also knapp 6% Inflation. Wir sind im letzten Monat, weiß es jemand im Chat? Würde mich mal interessieren, ob ihr das mal verfolgt habt. Was glaubt ihr, was für eine Inflationsrate wir hatten? 7,2%, jawohl. Und jetzt sage ich euch mal was da nicht reinfließt. Das sind nämlich die Unternehmensthemen oder auch Biomaterialien, die fließen nämlich in diese Inflationsrate nicht hinein. Die Baukosten sind mittlerweile um durchschnittlich 25% gestiegen. 25% seit Januar wieder. Seit Januar um 25%. Ich habe es im Januar auch gesagt. Wir werden einen riesen Run haben, dass die Baukosten steigen werden. Was passiert mit den Wohnpreisen? Da kriege ich immer wieder die gleiche Frage. Und ich habe mir ich muss das gerade mal holen. Dann hole ich immer die Glaskugel raus. Dann hole ich immer die Glaskugel rein und sage, wo wolltest du kaufen? Ich sehe da was. Reue, dass du es nicht gekauft hast. Nein, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, wo die Preise enden werden. Aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr gewisse Schritte beachtet, auf die kommen wir gleich, werdet ihr in Top-Lagen keinen Wertverlust haben, sondern die Preise steigen immer. Eine Frage, 2008, die größte Immobilienkrise der Welt, sind in New York, Manhattan, weiß das einer, um wie viel Prozent die Preise gefallen? Kann das mal im Chat? Ich habe es gesagt, wer aufgepasst hat, richtig,
Die Conny hat aufgepasst, 0%. In Manhattan, die teuersten Wohnungen mit der Welt sind um 0% gefallen. Um 0. Außerdem jetzt noch die nächste Phase, jetzt gerade in dieser Konfliktsituation Russland, Ukraine, ganz viele russische Oligarchen, Millionäre, Milliardäre haben Immobilien übrigens in Manhattan, die sie angefangen haben zu verkaufen. Da sind einige auf den Markt gekommen. Wisst ihr, um wie viel Prozent die Immobilien gefallen sind in New York oder wie lange die gebraucht haben, um diese Immobilien zu verkaufen? Richtig, die waren so weg. Die waren so weg. Die sind teilweise ja gar nicht auf den Markt gekommen, die waren weg. Und das ist das Interessante, die Leute flüchten in Sachwerte. Die Leute flüchten in Sachwerte. Wir werden auch im Laufe des Seminars noch auf diese, was bedeutet Inflation wirklich für dein Geld, das ist ja ein unbekannter Gegner, das sind ja Guerillakrieger, den kannst du ja nicht anfassen und sagen, ich kämpfe gegen den. Der frisst sich so langsam wie so ein Loch in der Hosentasche. Ne? Tust du Geld rein und auf einmal greifst du wieder rein, oh, da war doch mal was. Weg ist es. Irgendwann immer mehr.